Salvete des Kiboli des Kibolekum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Ich bin gerade überlegen, ob ich eigentlich mal meine Begrüßung ändern sollte, weil das ist schon eine ziemlich, es ist eine sehr unique Begrüßung, weil ich denke, das sagt wirklich kein Schwein außer euer Lateinlehrer. Zum anderen ist es halt so irgendwie, es ist, für mich ist es natürlich, aber keine Ahnung, man muss das doch auch irgendwie dann live Leute begrüßen können. Wenn ich live zu Leuten hingehe und sage, hey, Salvete des Kiboli des Kibolekum, und dann denken die sich so, spring doch von der Brücke, Junge. Ja, deswegen irgendwie was anderes. Und eins meiner Lieblingswörter, wie ich Menschen nenne, ist Schluri. Und da habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht irgendwie mal so als Begrüßung Schluri sage oder sowas. Ey, Schluri. Keine Ahnung. Das sage ich so oft. Oder Schlumpf. Aber Schlumpf ist schon reserviert für einen ganz besonderen Menschen, der das hier wahrscheinlich auch sieht, das Video. Ja, Schluri. Egal. So viel zur Begrüßung. Es geht hier eigentlich um Speedboxen. Verdammt, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren, die Loop. Meine Frisur ist immer noch hässlich. Und nicht wundern, dass hier Denim Girl draufsteht. Das ist, der Pulli ist einer Freundin und mir war gerade kalt. Ich hatte ja eigentlich ein T-Shirt an. Aber naja, der Sommer ist ja nicht der Sommer, den wir erwartet haben, sondern eher so eine Woche lang Sommer. Ja, ich hab's voll genossen. Und jetzt hatte ich nur den Pulli hier und deswegen, er riecht. Scheiße. Ja, deswegen habe ich jetzt den Pulli an. So viel zur Pulli-Story, yay! Aber jetzt zum Thema Beatboxen. Beatbox ist Musik mit dem Mund. Klingt komisch, ist aber so. Man kann sich vorstellen, also viele fragen mich immer so, hey, wie fängt man eigentlich an zu Beatboxen? Au, fuck. So fängt man nicht an zu Beatboxen, somit schlägt man sich seinen Ellen an. Oder was, ich speichere, ich weiß nicht. Speichern. Genau, also, ich vergleiche Beatbox immer mit einer Sprache. Was bedeutet, wenn du eine Sprache lernst, dann lernst du ja erst die Vokabeln. Und das ist beim Beatbox auch. Beatbox ist eine internationale Sprache, wo man erstmal die Vokabeln lernen muss, zum Beispiel. Wie bei jeder anderen Sprache auch. In Englisch lernst du auch zuerst Wörter. Bei Beatboxen auch. Da gibt es das Wort, da gibt es das Wort und das Wort. So. Die beide. Die drei. Die beide. Oh Mann, ich sollte mehr schlafen. Auf jeden Fall gibt es da die drei Wörter. So, wenn du die drei Wörter gelernt hast, die Vokabeln auswendig gelernt hast, das ist ja nicht so viel, ne? Diese drei Vokabeln, dann lernst du mit diesen Wörtern einen Satz zu bilden. Wie im Englischen auch. Und dann lernst du sogenannte Patterns. Und Patterns sind ja auch bei jeder, wie bei der Sprache auch, da gibt es ja Sätze, wie zum Beispiel bei der Begrüßung, da weißt du ganz genau, welche Wörter du wie aneinander setzen musst, damit es Sinn ergibt. Und bei Beatboxen ist es ja auch so, dass der Satz muss ja auch Sinn ergeben. In Beatbox-Sprache umgesetzt heißt es, der Satz muss ja irgendwie Rhythmus haben. Also es muss im Takt sein. Und wenn man dann die drei Töne hat, ich habe heute übrigens noch nicht gebeatboxt, deswegen werden die Töne jetzt wahrscheinlich ein bisschen verkackt klingen, aber YOLO. Ne, es war kein Beatbox-Ton, ich musste gerade was unterdrücken. Auf jeden Fall drei Töne und ein Satz dann. Zum Beispiel. Da sind nur die drei Töne drin und wir haben schon irgendwie einen Takt, also quasi einen Satz. So, dann ist es aber, wie auch bei der Sprache, man muss die Grammatik lernen. Und die Grammatik ist auch ein wichtiger Bestandteil beim Beatboxen. Man muss also quasi wissen, wie ist ein Satz aufgebaut, wie ist ein Beat aufgebaut. Da gibt es die Hi-Hat, ist ja der Grundtakt zum Beispiel. Und dann gibt es das Subjekt und das Prädikat Objekt. Keine Ahnung, ich kenne mich in Grammatik nicht so gut aus, obwohl ich Latein und Deutsch LK hatte. Aber gut, also Deutsch LK, Latein hatte ich nicht LK. Das macht man nicht, man nimmt kein Latein LK. Egal. Das heißt, Grammatiksatz ist so aufgebaut. Das heißt, die Hi-Hat ist in deinem Hintergrund als Grammatiker, grammatikalischer Satzbau und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, wie bei der Sprache auch beim Beatboxen, dass man die Aussprache lernt. Because I could speak like this, but the most American or English guys would kick my ass. So I feel pretty uncooly. Ja. Deswegen die Aussprache ist natürlich ganz wichtig, auch beim Beatboxen so. Und jeder hat irgendwie so seinen eigenen leichten Dialekt, weil das ja eine internationale Sprache ist. Das heißt, jeder, der auch eine Sprache spricht, hat auch beim Beatboxen einen anderen Dialekt drauf. Und das ist richtig crazy. Das heißt, wenn jemand beatboxt, könnte ich sagen, hey, du kommst aus Bulgarien zum Beispiel. Hört man halt daran, weil die lernen das meistens halt von ihren Artgenossen. Und die haben dann schon einen gewissen Style und den bringen die dann irgendwie in ihre eigene Sprache mit rein, in ihren eigenen Sprachstil Beatbox. Deswegen, man hört auch sofort, wenn ein deutscher Beatbox, wenn ein englischer Beatbox, das, natürlich, man kann da auch versuchen, einen anderen Dialekt anzunehmen. Es gibt auch deutsche YouTuber, die klingen, deutsche Beatboxer, die klingen wie englische Beatboxer, aber das ist jetzt egal, auf jeden Fall eine Aussprache. Und wenn man diese Dinge beachtet hat, das heißt, man lernt die Vokabeln, man lernt, wie ein Satz aufgebaut ist, man lernt die Grammatik, also, ja, und man lernt die Aussprache, dann kann man eigentlich schon Beatbox. Wie bei jeder anderen Sprache auch.
Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich kann nicht Beatboxen, aber ich habe schon mal Spanisch ein bisschen gelernt, so, ne? Oder Italienisch, io parli un poco italiano, quindi posso parlare. Ja, egal, io capisco molto italiano, quindi posso parlare. Und das könnt ihr dann irgendwie in das euch überlegen, wenn ihr doch die Sprache gelernt habt, dann könnt ihr doch auch Beatboxen lernen, weil das ist nichts anderes als eine Sprache, mit der man kommunizieren kann. Und lange Rede, gar keinen Sinn, ich muss gerade schauen, ich habe schon, ach, erst 6 Minuten, 6 ist gut, von daher fangen wir jetzt aber mal an. Und jetzt kann ich euch einfach mal mit euch sprechen, was bedeutet, ich werde einfach mal meine Sprache jetzt auspacken. Da gibt es dann natürlich verschiedene Arten von Beatboxen, was bedeutet, es gibt das Freestyle. Und es gibt das, ich sage jetzt einfach mal Showbeatboxen, was bedeutet, Showbeatbox ist etwas, wenn man Dinge lernt, wie zum Beispiel Songs zu Beatboxen. Das ist das Problem. Die Leute, die kein Beatbox können, finden Showbeatbox immer besser als Freestyle. Weil Freestyle ist das hier. Das ist mal Freestyle, dass man irgendeinen Beat macht, der gerade so irgendwie in den Sinn kommt. Und Showbeatbox ist dann zum Beispiel irgendein Song, dass man mehrere Töne gleichzeitig macht, wie Drop It Like It's Hard. Ja, dass man halt irgendwas macht, was die Leute wiedererkennen. Und Leute finden das meistens cooler, weil sie sagen, ey, wie machst du das, mehrere Töne gleichzeitig? Und den Song kenne ich doch, kannst du nochmal machen, kannst du mal, ich hab Durst, Mann. Ich hab Durst. Ja, das Problem ist jetzt, ich mache seit 6 oder seit 7 Jahren schon bald Beatbox und diese Show-Beatbox-Sachen macht man dann halt ungefähr gefühlte 60.000 Mal. Und deswegen ist es auch so, wenn man das sucht im Internet, man sucht zum Beispiel Drop It Like It's Hard Beatbox Tutorial, dann findet man ganz, ganz viele Videos, wo man das erklärt bekommt. Aber es gibt kein Video, wo man erklärt bekommt, wie man freestylt. Und deswegen in der Beatbox-Szene ist das Freestylen viel, viel, viel mehr angesehen. Und wenn ihr auf dem Battle seid, dann ist das für euch, wenn ihr kein Beatbox könnt, dann vielleicht ein bisschen langweilig, weil ihr sagt, ja toll, der macht da Beats, die klingen irgendwie alle gleich bei denen. Ja, da sind immer die Töne dabei und ja. Aber für Beatboxer ist das viel, viel interessanter zu sehen, wie gestaltet er seine eigenen Beats. Das kommt ja alles dann aus dem Nichts quasi und ist einfach, hat was mit Skill zu tun. Und Showbeatbox ist, wenn du einen Song ja kennst, dann musst du den nur ein paar Mal hören und dann beatboxst du den nach. Natürlich, wenn man in seinem Freestyle immer wieder auch bei Beatbox-Battles einen Song einbaut, dann kommt das auch gut an beim Publikum, bei den Beatboxern. Aber generell geht es halt vor allem unter Beatboxern darum, dass man so seinen eigenen Style zeigt und seine eigenen Freestyles. Und deswegen ist das eigentlich der große Unterschied beim Beatboxen, das Showbeatboxen. Das heißt, man macht das, um so die Leute zu entertainen, die kein Beatbox können. Und dann gibt es das Freestyle, mit dem man eben zeigt, guck mal, ich kann nicht nur irgendwelche Songs nach Beatboxen, wie jeder andere auch. Jeder kann, wirklich jeder Beatboxer. Kann nach einer Woche, kann er Drop It Like It's Hard, My Humps, also ich hab Durst, oder Seven Nation Armies von The White Stripe, die ist das ist halt sowas, das lernst du halt am Anfang ganz, ganz schnell. Weil das sind so Patterns quasi, das sind Routinen, die kann jeder. Und irgendwann fängst du dann an, sich zu fragen, hey, ich will mich irgendwie abheben von der Masse und dann fängst du eben an, einen eigenen Style zu finden. Ich muss immer wieder auf die Uhr schauen und die Uhr ist so ganz klein. Könnte man eigentlich eine Uhr neben dran legen. Naja, das ist auf jeden Fall Beatbox. Ich denke, ihr habt das Video hier wahrscheinlich gesehen, weil ihr gehofft habt, dass ich ein bisschen mehr freestyle und ich habe jetzt eigentlich irgendwie mehr gelabert. Aber ich bin einfach noch nicht so in der Flow drin. Das Ding ist auch, ich könnte jetzt eigentlich nur freestylen. Das wird wahrscheinlich bei euch nicht so gut ankommen, wenn ihr würdet lieber einen Song hören, aber mir fällt gerade kein Song ein. Das letzte habe ich, wie heißt das? Irgendein Lied habe ich letztes gehört und gedacht, das könnte eigentlich auch freestylen. Fällt mir jetzt nicht ein. Schade. Naja, auf jeden Fall. Cool, ne? Machst ein Video, machst halt ohne Schnitten, deswegen fällt dir dann spontan Dinge nicht ein. Und ich wette, wenn ich jetzt auf aufnehmen, aufhören klick, ist das ein Wort, dann wird mir wahrscheinlich das Ding einfallen. Ich komme mal ein bisschen näher. Und es gibt natürlich auch Patterns, was ganz, bevor ich es hier zu Ende mache, von anderen Beatboxern. Das sind Freestyles, aber weil das andere so cool fanden, haben sie das nachgemacht und dann ist es natürlich kein Freestyle mehr, sondern inspiriert geklaut quasi. So. Wie zum Beispiel Reeps One hat eine Routine, die geht, Reeps One ist ein englischer Beatboxer und der auch. Yeah.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da halt schon gewisse Patterns, Sätze, die man auswendig lernt, auch von anderen Beatboxern. Und das ist natürlich kein Freestyle. Und ja, das war es auf jeden Fall von mir jetzt hier so zu dieser OMG-Folge. Ich hoffe, es war nicht ganz so strapazierend für euch, weil ihr eigentlich mehr hören wolltet, also Beatbox hören wolltet, anstatt meine Sprache. Aber auf jeden Fall wollte ich euch das einmal mal erklären, was es eigentlich bedeutet zu Beatboxen, wie lernt man das. Wenn ihr das genau jetzt präzise, die Töne lernen wollt, dann geht doch mal auf meinen Beatbox-Lernkanal. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wenn nicht, dann sucht mal Beatbox-Tutorial, da findet ihr bestimmt so einen hässlichen Typen mit einer Justin Bieber-Frisur, das bin dann ich. Und da erkläre ich euch, wie man die Töne lernt. Das ist nicht crazy, ich würde sagen, das war's dann auf jeden Fall. Bis dann, haut rein, euer Ray's Tube.